Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit den heterogen katalysierten Reaktionen und heute werden Sie auch ein paar Formeln dazu finden. Also, was ist das Ziel dieses Vorlesungsblocks? Ja, ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie man sich überlegen kann, wie denn die Reaktionsgeschwindigkeit für die Ammoniaksynthese ausschaut. Also eine heterogen katalysierte Reaktion. Wir haben da ja das Alpha-Eisen, was wir brauchen, um Ammoniak zu erzeugen. Und naja, wenn man da mal drüber nachdenkt, kein triviales Problem. Es wurden insgesamt drei Nobelpreise wurden für die Ammoniaksynthese vergeben. Es gab ganz am Anfang gab es halt einen Nobelpreis für die Herren Haber und die Herren Bosch. Der eine, weil er die Reaktion verstanden hat, der andere für die Katalysatorauswahl. Das war irgendwie so 1900, keine Ahnung, 1918 oder sowas, irgendwas bei 1920 rum. Und den dritten Nobelpreis, den gab es irgendwie 2010 oder sowas. Und da wurde nämlich eigentlich erst so richtig verstanden, was da auf dem Katalysator passiert. Also ist auch ganz schön zu wissen, dass man als Ingenieur kann man halt 100 Jahre lang die Ammoniaksynthese betreiben, ohne jetzt im Detail verstanden zu haben, was da wirklich vorgeht. Gut, wie ist das Vorgehen dahin? Also wir werden jetzt nicht sofort hinschreiben, wie die Reaktionskinetik für die Ammoniaksynthese aussieht, sondern dafür ist eine ganze Menge Vorarbeit erforderlich. Wir schnappen uns ein einfaches Beispiel, Gleichgewichtsisomerisierung im adsorbierten Zustand. Also wir brauchen Adsorption, beschreiben wir mit Langmuir. Die Desorption brauchen wir und dann gucken wir uns erstmal eine einfache Beispielreaktion an. Dann nutzen wir nochmal die Quasi-Stationarität aus. Sie erinnern sich hoffentlich an den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt, GBS abgekürzt oder Quasi-Stationarität. Das hatte ich Ihnen bei der Folgereaktion, hatte ich Ihnen das einmal gezeigt, dass es halt ganz häufig einen Schritt gibt, der langsamer ist als alle anderen und der ist dann entscheidend für die Reaktionskinetik. Dann zeige ich Ihnen noch, wie man das Gleichungssystem noch weiter vereinfachen kann. Und wenn wir das alles haben, dann übertragen wir das mal auf die Ammoniaksynthese und enden damit bei der Reaktionsgeschwindigkeit nach Temkin und Pischzew. So, was schauen wir uns an? Wir gucken uns also als allererste oder als allereinfachste Reaktion, die ich mir so vorstellen konnte, gucken wir uns einfach an. A1 ist im Gleichgewicht mit A2. Und jetzt wird aber zusätzlich berücksichtigt, dass das Ganze im adsorbierten Zustand stattfinden soll. Also A1 plus ein freies aktives Zentrum führt dazu, dass A1 adsorbiert wird. Im adsorbierten Zustand ist A1 dann im Gleichgewicht mit A2. A2 ist auch adsorbiert. Und ja, dann muss A2 irgendwann wieder desorbieren und das aktive Zentrum freigeben. Und jetzt gucken wir uns mal die Adsorption an. Ein bisschen Wiederholung Langmuir, also das kann Herr Willner Ihnen wahrscheinlich deutlich besser erklären als ich, aber das soll hier nur kurze Wiederholung sein. Also A1 plus A2 plus A1 plus freies aktives Zentrum soll im Gleichgewicht sein mit A1. So, und das gucken wir uns jetzt einfach mal an im Gleichgewicht. Dann schreiben wir hier einfach K1, das soll jetzt das Gleichgewicht sein für unsere Komponente 1, die hier adsorbiert wird. Und dann machen wir das Vorgehen einfach so. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das Ganze hier als wäre das hier eine Reaktionsgleichung. Und K wäre unsere Gleichgewichtskonstante. Und dann haben Sie hoffentlich noch in Erinnerung. Dann schreiben wir einfach so vom Vorgehen her, schreiben wir jetzt oben auf den Bruchstrich, schreiben wir die Edukte. Die Produkte. Und naja, jetzt haben wir das hier ja nicht irgendwie als Partialdruck vorliegen, sondern als gebundene Komponente an der Oberfläche. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, das beschreiben wir jetzt mit Theta 1. Das schreiben wir mal hier unten hin. Theta 1 ist gleich Anteil der aktiven Zentren, die mit A1 besetzt sind. Und irgendwie muss dafür halt gelten, ach Mann, dieser Stift. 0, Theta 1, das war jetzt nicht der Stift, das war ich.
dass wenn das ein Anteil ist, dann kann entweder gar kein aktives Zentrum kann mit Komponente 1 belegt sein, das wäre dann 0, oder es können alle damit belegt sein, dann wäre das entsprechend 1. Gut, das ist das, was wir quasi als Produkt unserer Reaktion hätten. Und was sind jetzt die Edukte? Naja, das ist einmal unser A1 in der Gasphase. Das beschreiben wir dann einfach mal mit dem Partialdruck der Komponente 1. Und was wir dann noch brauchen, das ist Theta frei, die Anzahl der freien Zentren. Also das muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht hinschreiben. Also Theta frei, oder naja, Theta frei ist gleich Anteil der freien aktiven Zentren Zentren mit na, was muss dafür gelten? Also die Summe aus Theta 1 plus Theta frei, die muss halt gleich 1 sein. Also entweder kann halt so ein aktives Zentrum kann frei sein oder es kann mit Komponente 1 beladen sein. Also hier schreiben wir erstmal hinter, erstmal nur A1 in Gasphase. Wir wollen das ja erstmal einfach machen. So, das heißt, das ist jetzt die Gleichung, die wir haben. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Beladung, die ist halt nicht messbar. Das ist schon mal doof, ne? Also wir wissen jetzt zwar, wie wir irgendwas beschreiben können, aber das ist nicht so richtig direkt messbar. Das heißt, es ist irgendwie immer gut, wenn man halt das Ganze zurückführt auf die Drücke. Und dann so ein Partialdruck, den können Sie relativ leicht messen. Und naja, das heißt, was man jetzt halt macht, ist, dass man versucht, okay, wenn das nicht messbar ist, dann ist es ja vielleicht berechenbar. Und naja, was man jetzt erstmal ausnutzt, ist, dass man sagt, welche zusätzliche Informationen haben wir denn? Naja, da können wir ja einfach mal das hier unten ausnutzen und können dann sagen, Theta 1 durch P1 mal und dann schreiben wir für Theta frei, schreiben wir, das ist ja 1 minus Theta 1. Und naja, dann können wir jetzt, also diese Vorlesung wird viel Algebra gemacht, das ist also dasselbe wie K1 mal P1 mal 1 minus Theta 1 ist gleich Theta 1. So, und jetzt müssen wir das Theta 1 auf die andere Seite kriegen. Denn bleibt hier noch über P1 mal K1 ist gleich Theta 1 plus K1 P1 mal Theta 1. Dann können wir Theta 1 ausklammern. Nee, nicht gleich, sondern Theta 1 mal 1 plus K1 P1. So, und dann Theta 1, wenn wir das entsprechend umformen, ist das P1 mal K1 durch 1 plus P1 mal K1. So, jetzt, also das war jetzt die Herleitung, damit Sie einmal gesehen haben, wie man auf diesen Langmuir-Ansatz kommt. So, wenn wir jetzt aber gucken, stellen wir fest, dass wir hier halt nicht nur Komponente 1 haben, die irgendwie absorbiert wird, oder auch wieder, wenn Sie das Ganze hier rückwärts sich angucken, dann auch wieder desorbieren kann. Das Ganze gilt natürlich auch noch für Komponente 2. Das heißt, irgendwie müssen wir uns jetzt auch nochmal ein System angucken. Also jetzt mit A1 und A2. Naja, dann würde das Ganze halt wieder sein. A1 plus frei ist im Gleichgewicht mit A1. Dann können Sie hierfür schreiben, K1 ist gleich
Theta 1 geteilt durch P1 mal Theta frei. Das ist also nur Wiederholung. Jetzt nehmen wir einfach die Komponente 2 dazu. Die Komponente 2, die möchte auch gerne adsorbiert werden oder irgendwann wieder desorbieren. Und dann können wir das genauso aufschreiben. K2, also die Gleichgewichtskonstante für die Adsorption von Komponente 2. Das ist einfach Theta 2 durch P2 mal Theta frei. So, und wie sind die jetzt miteinander kombiniert? Die dritte Gleichung, die wir jetzt haben, ist, dass wir sagen können, 1 ist gleich Theta 1 plus Theta 2 plus Theta frei. Also ein aktives Zentrum kann entweder mit Komponente 1 belegt sein, mit Komponente 2 belegt sein oder frei sein. Und in Summe muss das halt 100% oder 1 ergeben. So, und wenn man das Ganze jetzt ineinander einsetzt, dann, also sie schreiben dann halt entsprechend das hier um nach Theta frei ist gleich 1 minus Theta 1 minus Theta 2. Und dann können Sie das zum Beispiel hier einsetzen und würden dann als Zwischenschritt für Theta 2 würden Sie, na, können wir euch mal bei Orange lassen, dann würden Sie zum Beispiel hier Theta 2 rauskriegen. Dafür hätten Sie dann eine Beziehung K2 P2 mal 1 minus doch, ist richtig, mal 1 minus Theta 1 geteilt durch 1 plus K2 P2. So, und dann haben Sie jetzt auf einmal hier Ihr Theta 2. Das haben Sie jetzt in Abhängigkeit von Theta 1 und von dem Partialdrücken. Dann können Sie jetzt dieses Theta 2 setzen Sie entsprechend hier ein. Also das setzen Sie da ein. Und dann setzen Sie diesen Term, setzen Sie hier oben für Theta frei ein. Und wenn Sie das dann haben, dann, also es ist ein bisschen Algebra, wenn Ihnen das Spaß macht, können Sie sich das zu Hause einmal angucken. Und naja, wenn Sie das dann machen, dann kommen Sie halt darauf, dass Theta 1, das was uns eigentlich interessiert, ist K1 mal P1 geteilt durch 1 plus K1 mal P1 plus K2 mal P2. So, und wenn Sie jetzt diese ganze Herleitung andersrum gemacht hätten, wenn Sie zuerst nach Theta 1 aufgelöst hätten und dann Theta 2, dann würden Sie halt mit den gleichen Überlegungen, würden Sie halt auf den Wert für Theta 2 kommen. Das ist K2 mal P2 geteilt durch 1 plus K1 P1 plus K2 P2. Jetzt habe ich hier schön das Ergebnis durchgestrichen, das wollen wir ja auch nicht. Muss ich mal Bildschirm anders drehen. Jetzt. Mann, Mann, Mann. So. Das ist jetzt die Herleitung auf die Schnelle, wie sie denn auf die Langmuir-Zusammenhänge kommen. Gut. Also, Beladung mit einer Komponente, das ist das, was wir hier auf der Folie hatten. Das ist, wie können Sie das Ganze jetzt plotten? Ich habe Ihnen hier einmal dargestellt, hier ist die Beladung und hier ist der Partialdruck in bar, jeweils dargestellt für drei unterschiedliche Gleichgewichtskonstanten. Also, das soll jetzt hier das K1 sein. Und naja, für was passiert hier schon mal? Also, wenn Sie sich das angucken, wenn Sie Ihr P gegen unendlich gehen lassen, also wenn der Druck unendlich groß ist, Ihr Partialdruck von der einen Komponente, dann wird halt Ihre Beladung, wird sich irgendwann der 1 annähern. Und Sie sehen hier halt für
für einen großen Wert von K, einen großen Wert der Gleichgewichtskonstanten. Da nähern sie sich relativ gut der 1 an. Wenn sie hier einen sehr geringen Wert haben, also K gleich 0,02, 1 durch bar, dann sehen sie, dass sie, obwohl sie hier schon 100 bar haben, ist es noch ein ganzes Stück hin, bis dass sie die komplette Oberfläche mit Komponente 1 beladen haben. Gut, also so würde das Ganze typischerweise aussehen. Wenn man das Ganze dann nochmal erweitert, Beladung mit 2 Komponenten, dann würde das Ganze entsprechend so aussehen, wie wir das eben schon zusammen, ja, ich hab's hergeleitet und habe Ihnen die Ergebnisse vorgestellt. Eine komplette Herleitung war das ja nicht. Das müssten Sie dann zu Hause nochmal nachvollziehen. Gut, also das war jetzt so ein bisschen Vorgeplänkel Langmuir. Und im nächsten Video benutzen wir das dann, um damit die Reaktionskinetik herzuleiten. Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin.